Servus liebe Schülerfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video von euren Kochbusters. Ihr hört es richtig, denn wir haben vor, was Neues auszuprobieren. Und zwar haben wir das Ganze auf Instagram gesehen von einem Shisha Noel. Shisha unterstrich Noel, genau, könnt ihr mal abchecken. Genau, also da sind wir auf diese Idee gekommen und wir wollen heute das erstmalig mit Shisha kochen. Also nicht auf dem Kohleanzünder, sondern auf der Shisha. Ja, ihr habt es vielleicht im Thumbnail schon gesehen. Wir werden heute Popcorn machen, ja, mal schauen, ob es überhaupt funktioniert und das auf der Shisha drauf und gleich schon mal vorab, wir werden jetzt, wenn das Ganze funktioniert und gut läuft und ihr Bock drauf habt, eine kleine Serie draus machen, dass wir das öfter mal machen, dass wir verschiedene Sachen probieren zumindest zu kochen, richtig, ja. Kochfertig zu machen, schreibt da schon mal eure Ideen, was wir da für euch mal kochen könnten. In die Kommentare. Ne, zum Tobi Beispiel. Und ich haben schon zwei Ideen vorgefertigt. Ne? Die haben uns schon überlegt, die kommen auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall was kommen. Wenn es funktioniert, wird es richtig geil. Ja, ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt oder noch nicht gesehen habt, ihr könnt Mitglied werden auf unserem Kanal. Schaut da mal an. Das ist unten neben dem Abonnieren-Button. Falls ihr da noch nicht draufgelegt habt, wird es langsam Zeit. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit diesem Video an, ne? Und probieren das Ganze mal aus. So, genau, fangen wir mal an. Als erstes natürlich das Setup, auf dem wir rauchen. Ihr werdet gleich schon mal den ersten Fehler sehen, beziehungsweise die erste Veränderung. Und zwar rauchen wir heute mit den KS Apo mit Kaminaussatz. Ne? Haben wir ja in letzter Zeit nicht so oft oder eigentlich gar nicht drauf geraucht. Das hat aber einen bestimmten Sinn. Ansonsten rauchen wir auf der Stimulation Pro X. Video dazu ist online, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Gibt es auch einen schönen Rabattcode bei uns. Einfach mal in Instagram vorbeischauen. Da findet ihr das Ganze, da könnt ihr ein paar Sachen kostenlos zur Pfeife noch mit dazu bekommen bei Stimulation Shisha. Und genau, Tobi, was haben wir denn jetzt hier Schönes vorgefertigt, was wir den Leuten auch gleich mit zeigen wollen? Ja, also ich würde sagen, wir starten mal jetzt einen Clip, wo ihr das Ganze anschauen könnt, wie ich das gebaut habe. Und zwar aus Alufolie einen, ich nenne es mal Kochtopf. Ne? Es steht zwar auf den Popcorn-Packungen drauf, Mikrowelle, ne? Aber wir haben jetzt keine Mikrowelle, sondern wir haben eine Shisha. Es gibt und ja noch die normalen Popcorns, ne, die immer quasi in der weiß gar nicht, Pfanne oder wo macht man die normalerweise, keine Ahnung. Das, ja, im Topf mit Deckel drauf. Genau, das sind jetzt hier die Mikrowelle-Version. Genau, das heißt, wenn ihr Popcorn machen wollt, macht es bitte nicht mit Alufolie, das ist gefährlich in der Mikrowelle. Jetzt seht ihr das Ganze mal, ich habe ein bisschen Alufolie genommen, mal so eine Tischbreite, habe das einmal in der Mitte gefalten, dann noch ein bisschen an den Rand gefalten. Eine Tabakdose hat zufälligerweise genau das Maß von den Kaminsieben, die wir hier haben. Deswegen habe ich das Ganze in so ein Kaminsieb reingepackt und darauf noch einen passenden Deckel gemacht, ebenfalls aus Alufolie mit Hilfe der Form von der Tabakdose. Und ja, wir haben das Ganze hier liegen. Ja? Hier Kopf ist drauf, also Kohle liegt drauf. Ich tue jetzt einfach mal diesen Kochtopf hier drauf, den werdet ihr vielleicht öfter dann sehen in Zukunft. Wird jetzt ein bisschen dampfen, bis die Alufolie warm wird und sowas, ne? Aber ich denke, geht schon gut Wärme hin. Wir rauchen ja dabei, also das ist das Gute. Ne? Was rauchen wir, wo, Tobi? Von Somo, den Grape Mint. Natürlich, wie sich's gehört. Und wir werden natürlich jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde für dieses Video rauchen. Das heißt, es muss auf jeden Fall richtig warm werden. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Ja. Wir haben jetzt hier auch schon mal Popcorn aufgemacht. Das Ganze für die Mikrowelle ist ja in solchen Dingern. Wir hoffen, dass es überhaupt funktioniert so. Und ich denke, ich reiße jetzt mal so eine Packung auf, wie das ausschaut innen drin. Und es ist ein riesen Batzen mit den Körnern drin. Ein bisschen klebrig. Ja. Das ist, glaube ich, Karamell, oder? Karamell, ja. Und das werden wir jetzt ein bisschen zerbröseln und dann füllen wir es oben rein und dann schauen wir mal, was passiert. So, wir haben es jetzt hier ein bisschen zerkleinert. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt fülle ich das Ganze einfach mal. Wie viel macht man eigentlich rein, Juli? Ja, halt, dass der Boden bedeckt ist, würde ich sagen. Und füllt es nicht ins Rohr rein, gell? Weil das könnte ein bisschen eklig dann sein. Ja, mal schauen, wie es so schmeckt. Müsste eigentlich schon lange, oder? Ne, machen wir noch ein bisschen, so. Wird allerdings schon ein bisschen warm, die Alufolie. Und jetzt noch das Deckelchen drauf. Und dann schauen wir mal, bis es das Ploppen anfängt. Und so lange rauchen wir jetzt einfach. Ja, Leute, nach circa, ich würde sagen, so vier, fast fünf Minuten zischt es auf jeden Fall schon ordentlich. Ja, es riecht auch schon ein bisschen nach so karamellisiert. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört. Keine Ahnung. Es müsste auf jeden Fall jetzt bald soweit sein, ne? Eine Ewigkeit später.
Ja, Freunde, es hat gerade ein paar Mal geploppt, wie man das auch nennt. Wir machen jetzt mal spaßeshalber das Ganze runter und schauen, wie es ausschaut. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich aufgegangen, ein paar zumindest. Hier seht ihr das Ganze. Das ist natürlich jetzt noch Feuer heiß, ich leg's mal ein bisschen zur Seite. Und ihr habt es live gesehen. Ich halte nochmal drauf, vielleicht explodiert noch eine. Schauen wir mal. Also wie ihr seht, ne, Kohlen sind immer noch... Das Problem ist, dass die Kohlen manchmal ein bisschen ausgehen. Aber ein paar Popcorn liegen auf jeden Fall schon drinnen. Ein paar fertige. Jetzt hat es gerade wieder geploppt. So Freunde, willkommen zurück. Nach ungefähr, wie lange rauchen wir, oder wie lange haben wir jetzt gewartet? 15 Minuten vielleicht, sowas, würde ich sagen. Hat sich was getan, ihr habt es ja kurz in den paar Clips gesehen. Also ein paar sind auf jeden Fall explodiert, kann man da dazu sagen. Was uns jetzt aufgefallen ist, wir haben ja diese Popcorn für die Mikrowelle. Da war eben schon dieses Karamell und dieser Zucker dran. Unser Tipp jetzt an der Stelle ist, nehmt diese Pfannen-Popcorn oder diese, die man quasi im Kochtopf macht. Die ungezuckerten. Die ungezuckerten. Da habt ihr auf jeden Fall nicht diese Flüssigkeit in den drinnen, wo euch runtertropft und so weiter und so fort. Also es raucht noch, ne, wie ihr es sehen könnt, es raucht noch, es schmeckt noch. Aber ich denke, es ist nicht ganz so gesund. Für das Experiment, wenn ihr das zu Hause nachmacht, wie gesagt, nehmt einfach die anderen Popcorn. Dann sollte das auf jeden Fall besser funktionieren. Aber es hat funktioniert, so viel kann man dazu sagen. So, ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen runter. Ich habe schon mal 2-3 Stücke raus, aber... man hat auf jeden Fall tatsächlich hier das Popcorn. Ja. Und jetzt probieren wir es einfach mal, wie das Ganze schmeckt. Nach Popcorn. Schmeckt wie Popcorn. Ne? Saugeil. Bier darf dazu natürlich auch nicht fehlen. Natürlich. Dann noch ein schöner Film oder irgendwas. Netflix. Und alles ist gut. Wie gesagt, mit den normalen Popcorn würde es, denke ich, viel besser laufen. Aber es geht. Definitiv. Also was wir jetzt hier gemerkt haben, erstens, es funktioniert. Das heißt für uns, wir werden auf jeden Fall öfter was kochen. Ja. Zweiteres muss man dazu sagen, vielleicht hätte man den Behälter oben drauf ein bisschen flacher machen müssen. Vielleicht hätte man dieses zweite Kaminsieb einfach weglassen sollen, dass noch ein bisschen mehr die Kohlen die Alufolie berühren, noch ein bisschen mehr Hitze abgegeben wird. Die Kohlen sind jetzt schon recht klein. Wir haben auch ein bisschen mal reingeblasen. Wir haben auch geblasen wie Weltmeister. Weil die oben ein bisschen abgekühlt sind und ausgegangen sind. Deswegen muss man ein bisschen blasen. probier's einfach mit 26er Kohlen aus. Schöne große Kohlen. Genau. Schön frisch vor allem. Kohle auf den Kopf und dann direkt das Popcorn drauf. Und dann läuft das Ganze. Ich würde sagen, auf jeden Fall Versuch. Viel Glück. Das Video, das wir gesehen haben, war kein Fake. Ne? Wir haben es selber Fake, ja. Getestet. Und ja... Was man natürlich noch machen hätte können, wir hätten die Alufolie noch innen drinnen ein bisschen nach oben stülpen können. Dann wäre die Flüssigkeit auch nicht nach unten gelaufen. Weißt du, wie ich meine? An den Rohr entlang. Also nicht einfach flach hingelegt, sondern ein bisschen nach oben. Dann wäre es, denke ich, auch gegangen. Aber wie gesagt, es funktioniert. Ich bin sehr, sehr überrascht. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber es hat funktioniert. Tobi, schmeckt es auf jeden Fall, ne? Mhm. Ja, Freunde, ihr habt es gehört, ihr habt es gesehen. Ihr habt es leider nicht geschmeckt, aber wir. Es hat funktioniert, das heißt, jetzt könnt ihr mal richtig in die Tasten hauen, falls ihr es noch nicht zwischendurch getan habt. Ballert mal in die Kommentare rein, was wir ausprobieren könnten zu kochen auf der Shisha. Früher haben wir Sachen in die Bowl, dann Sachen in den Kopf, jetzt Sachen auf den Kopf. Ne? Also es wird auf jeden Fall nie langweilig. Und deswegen würde ich sagen, war es das mit diesem ersten Versuchsvideo. Wir optimieren das Ganze. Wir optimieren das Ganze. Das mit dem Popcorn machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann. Und ja, wie schon gesagt, schreibt in die Kommentare rein, was ihr gern sehen wollt. Und dann gibt es außer einem kleinen Satz am Schluss nichts mehr zu sagen. Genau, Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. In dem Sinne, Freunde, macht's gut, haut rein und Servus! Servus.